Muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Allein die Tatsache, dass er überhaupt mitgemacht hat, hätte eine 10 verdient. Aber die nehmen wir jetzt wieder weg. Denn wenn ich mir den Parcours so angucke, muss ich sagen, ich denke, Ludger hat entweder von Frank Rotenberger eine andere Parcourskizze bekommen, beziehungsweise mal andere Höhenangaben, oder aber er hat den Parcours ganz eigenhändig reduziert, und zwar auf, ich würde sagen, AL-Höhe. Vielleicht hat er ein junges Pferd geritten. Die Runde war super, alles gut. Aber ich muss das natürlich berücksichtigen. Und aus diesem Grund gibt es von mir hier und heute eine 8. Es sind natürlich alles Weltklasse-Reiter am Start gewesen, die alle einen super Grundsitz haben und ihre Pferde gut an den Hilfen stehen. Ja, Ludger Baerbaum und ich, wir haben es natürlich nicht so einfach bei den ganzen Damen hier in der Runde. Die natürlich alle einen super Sitz haben. Und wir Männer müssen ja zusammenhalten. Ich vergib Lüttke eine 9,2. Dafür, dass Lüttke ein junges Pferd geritten hat, hat er sehr gut gemanagt. Mit Leichtigkeit geritten und der Parcours auch sehr gut gesprungen. Und das hat mir wirklich gefallen, genauso wie sein letzter Sprung, der Smilo-Sprung. Yes! Ludger, aus dem Grund gebe ich dir auch eine 10. Ludger und Janne liegen knapp darunter mit einer 9,3.